Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, was mein 7er hat. Also, ihr hört das bestimmt schon, der quietscht. Und woran liegt das? Ich war bei 3-4 Werkstätten gewesen und auch bei BMW. Und die haben mir gesagt, dass es wohl am Keilriemen liegt. Also Keilriemen, Umlenkrolle, Riemenspanner müssen neu. Ja, und dann müsste das Problem auch eigentlich gelöst sein. Ich werde nun die Teile kaufen, die sind bestellt. Dann werden sie morgen eingebaut. Und dann schauen wir mal, ob wir das Problem dann noch haben oder das Problem dann gelöst ist. Denn das ist schon ein ätzendes Geräusch, oder? Finde ich zumindest. Also Leute, kurz zu dem Wagen. Das ist ein Baujahr 96, 796 um genau zu sein. Der ist immer Checkheft gepflegt, bis zum Schluss bei BMW. Der hat jetzt insgesamt 245.933 Kilometer. Und was ich euch zeigen wollte, der Wagen ist sowas von toll gedämmt, dass man es im Stand überhaupt gar nicht hört. Also hört mal selbst hin. Ich höre nichts, außer die Lüftung. Also Leute, dann mal schauen, ob das Fahrzeug morgen mit den neuen Teilen wieder super läuft. So liebe Leute, das sind die Ersatzteile, die wir bestellt haben. Und jetzt bauen wir sie mal ein. Einmal ein Keilrippenriemen, einmal der Keilriemen für den Klimakompressor, also der R2. Dann die Spannrolle und die Umlenkrolle. Mal sehen, ob das Problem danach gelöst ist. So, liebe Leute, alle Teile wurden eingebaut. Jetzt schauen wir, ob noch Quietschen vom Keilriemen da ist. Also, ich höre nichts mehr. Geben wir mal ein wenig Gas. Es scheint wohl, dass alles wieder heil ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr auch Probleme mit eurem 7er habt, könnt ihr das ja in den Kommentaren posten. Euer Burning Gas.